Ja, hallo lieben, Christian Schemmeier, Patraport, Diplompsychologe, und ich dachte, ja, ist vielleicht interessiert es den einen oder anderen, Zeit mal meinen Reisebericht rauszukarren. Ich war nämlich vor 10 Jahren in Bethlehem, beziehungsweise bin da auch ein bisschen rumgereist und habe, palästinensische Paartherapeuten geholfen mit auszubilden. War irgendwie so eine crazy Sache, die über so einen Träger ging, der Entwicklungshilfe, und die haben mich dann gefragt und dann auch engagiert. Und da war ich vor 10 Jahren in Israel und auch im Westjordanland und ja, hatte da Einblicke, die einfach krass sind. Und also jetzt einfach nur als Reisebericht gedacht, mal ein bisschen andere Art von Content, was für Erfahrungen ich da so gemacht habe. Und weil das hat einen schon betroffen gemacht. Das zum Beispiel ist hier aus dem Taxi, das Westjordanland, ja, so sieht's da aus, ne? Das ist so arm, wie man sich das einfach überhaupt nicht vorstellen kann. Wie gesagt, das ist 10 Jahre her. Ich glaube jetzt aber nicht, dass sich da so wahnsinnig viel erinnert hat. Im Hintergrund sieht man so ganz seicht das Tote Meer. Und das war einfach oberkrass. Also ich bin da so 3 Tage rumgereist. Können wir uns auch ein paar Fotos angucken. Und habe 3 Tage, irgendwie 5 Tage oder so, ich weiß nicht mehr genau, da geholfen mit auszubilden, und war natürlich super spannend, weil ich musste es auf Englisch machen, dann wurde es übersetzt ins Arabische, und also das an sich war schon alles super aufregend und spannend, und das ist ja auch alles nicht so ohne. Also wenn man da zum Beispiel von Bethlehem nach Jerusalem, das ist ja eigentlich ganz nah zusammen, ist eigentlich so eine Busentfernung, und du musst aber durch 1000 Schleusen, und es geht auch nur, also für uns Deutsche geht es auch nur so in beide Richtungen, beziehungsweise für sicherlich einige andere Länder auch, aber die Palästinenser kommen nicht rein, die Israelis kommen, glaube ich, auch nicht ohne weiteres rein, oder weiß ich jetzt gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist das super krasse Grenze wie am Flughafen, und aber was mich halt ein bisschen shocking fand, war einfach, wie arm das da ist irgendwie. Nicht alles, also Bethlehem sieht super aus, können wir uns gleich auch mal angucken. Bevor wir hier so ein anderes, haben wir denn noch so für schöne Fotos? Ja, ich hoffe, ich kriege das hier alles gut reingeblendet. So, das ist jetzt Tote Meer. Wir waren ja auch, mit Aline war ich ja auch auf Jordanien, das ist quasi die andere Seite, also genau, wo man da drauf guckt. Super luxuriös mit Hotels und ich weiß nicht was. Und das ist eben die palästinensische Seite, so sieht es da eben aus, ne? Das ist natürlich auch schon, der See ist natürlich auch schon abgefallen. Also man muss da richtig weit hinlaufen, und so sieht es dann da halt aus. Und dann badet man da. Also wie gesagt, auch alles super, ich meine, mir hat es eigentlich gut gefallen, aber alles super basic und einfach echt total krass wirklich. So, was haben wir noch Schönes? Da. Ja, das ist jetzt zum Beispiel jetzt so ein Tempel. Also da ist natürlich auch überhaupt nichts los, ne? Also ich bin da, also für meine Verhältnisse super abenteuerlich, in so einem Taxi quer durchs Westjordanland, und ab und zu haben wir uns immer was angeguckt, und der Taxifahrer hat mich da auch allein gelassen und wieder abgeholt. Also für meine Verhältnisse super, super krass. Bin ja eigentlich nicht so der Globetrotter, sag ich mal. So, dann haben wir das hier. Einen Moment. So, das war zum Beispiel, ich meine, das wäre ganz nah zur jordanischen Grenze, wo ja jetzt auch richtig, ich meine, es ist ähnlich wie Jordanien auch, es ist super schön, so landschaftlich, ne? Aber halt auch sehr karg und und einfach meine, Israel selber ist viel grüner, die aber gut, es gibt ja auch Probleme, wer kriegt welches Wasser und was weiß ich, aber es hat schon, man ist halt so ein bisschen auch Wiege der Weltreligion und was weiß ich, also das ist einfach total faszinierend, das der ganze Bereich da. So, das war, glaube ich, da auch in der Nähe, was wir jetzt sehen. Ah,
ja, also Wüste und irgendwie echt einfach krass, das ist ja auch, in Jordanien ist ja auch so, die haben ja wirklich 4, 5 verschiedene Arten Wüsten, das werden ja auch die ganzen Star Wars werden da gedreht. Und ist schon krass, mir eigentlich nicht so der Wüstenfan, aber ja, das war schon total faszinierend. Ja, so sah ich aus vor 10 Jahren, Achtung. Jetzt hier auch gleich noch ein bisschen was über die Sache an sich da. Ja, da war ich noch jung und fresh. Da haben wir so eine Wanderung gemacht. Ich glaube, das war auch im Westjordanland. Das war aber so eine Ecke, wo es super grün war, so mit so Olivenbäumen. Und ja, dann, weiß nicht, konnte man da picknicken. Da gab es dann so ganz verschiedene Säfte, die so mit ganz krassen Farben. Es war schon echt mega cool. Also ein bisschen Triggerwarnung, ist eben gleich ein totes Tier, so das war, so war es da halt auch. Also da wurde halt auch, ja, da sah man halt abgefressene Tierkadaver, da wurde auch geschlachtet und gebraten am Straßenrand und also so stelle ich mir wirklich, also mir hat es auch echt leid getan, so stelle ich mir wirklich ärmlichstes Land überhaupt vor. Und die dürften ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch ist, die hatten auch zum Beispiel kein 3G-Mobilfunknetz, nur so Edge, und also durften auch nicht viel. Und dachte ich, der Konflikt ist super komplex, aber ja, so richtig gut geht's denen da natürlich nicht, sag ich mal. Aber wie gesagt, ich will das auch gar nicht jetzt in den Konflikt reingehen. Ich will einfach nur mal ein bisschen erzählen, wie es da so war. Die Menschen natürlich super herzlich, aber auch ich mache das mal weg hier, auch aus unserer Sicht, sage ich mal, sehr, sehr konservativ, sagen wir mal so. Also ein bisschen wie das vielleicht, wie man sich das vielleicht in frühen Zeiten vorstellt. Zum Beispiel haben die mir erzählt, dass so Dating in dem Sinne da so gar nicht so richtig gibt irgendwie. Dass die, wenn sich da so, also die heiraten ja auch sehr jung, und wenn sich so zwei, also muss jetzt auch dazu sagen, es waren christliche Palästinenser, sicherlich auch nochmal special, dass die, es war übrigens auch eine Zeit, wo super viel Unruhen waren damals, also dass die, wenn die sich da so zwei Teenager womöglich oder gerade Erwachsene sich gut finden, dann werden, kommen die ganzen Verwandten mit dazu, dann bilden die Verwandten so einen Kreis und dann setzen sich dieses Paar, oder noch nicht mal besser gesagt, dass auch gar nichts passiert, setzt sich in die Mitte, kann sich so 1,5 Stunden beschnuppern, gucken, ob das matcht, und dann wird gleich geheiratet. Also es gibt keine Dating-Phase, wird gleich geheiratet. Natürlich gibt es da auch Fremdgehen, aber ist natürlich extrem verpönt. Ja, und natürlich auch ja, super viel. Also, sag ich mal, mit Gleichberechtigung war da irgendwie, glaube ich, jetzt nicht so richtig viel. Und auch, ich sag mal so, haben wir auch erzählt, dass es, also das waren halt natürlich jetzt Leute, die auch mit anderen Paaren arbeiten, haben uns auch erzählt, dass es auch einfach ganz viel Gewalt in den Familien gibt. Also sie haben sich das so erklärt, dass es eben auch diese Gewalt, der die ganze, also dieser ganze ständige Krieg, der da ja irgendwo ist, dass sich das eben auch in die Familien übersetzt und da auch viel Gewalt gibt. Und ach man, irgendwie auch krass, aber magisch schön, wirklich, muss man wirklich sagen. Dann ist ja auch, das ist auch krass hier. So. Zip, zip. Das ist, müsste Bethlehem am Abend sein, so. Oder, ja doch, das müsste auch Bethlehem sein, ja. Also magisch schön, auch haben die überall die Plätze, wo deiner Bibel dies, das, jenes stattgefunden haben soll. So, das ist jetzt hier, also was weiß ich, hier sollen die, was weiß ich, hier hat Jesus das gemacht, hier sind die drei Engel erschienen und es sind einfach so Wiesen, ne? Aber ja, gibt's halt, obwohl es gibt dann auch zu jedem Ereignis mehrere Plätze, kann man sich dann aussuchen, was für einen da passt. Überhaupt diese ganze Religiosität da irgendwie auch richtig krass. Das müsste vor der Klagemauer sein, dieser Platz. Jerusalem, einfach
krank. Krank schön, wirklich, also ich meine, jetzt vielleicht keine gute Idee, da hinzufahren, aber sollte man irgendwann machen. Dann gab es da auch sowas, also ich habe ja auch so politische Stadtführungen gemacht, das war schon echt, oder so, also sagen wir mal Stadtführungen, mit, wo auch ein bisschen politische Hintergründe einem erklärt wurden. Gab es dann auch sowas, einen Bombentrichter, ohne Scheiß, also wenn da irgendwo eine Bombe liegt, dann kann man die da reinmachen, dann kann die da detonieren. Ja, das ist, aber das wirkte eigentlich so, ja, teilweise friedlich, teilweise auch nicht friedlich. Also sie haben sich diesen Tempelberg also aufgeteilt, die drei Religionen, und jeder hat so seinen Bereich irgendwie. Also es wirkte schon irgendwo friedlich, aber wenn man dann näher reinguckt, natürlich auch wieder nicht mehr so friedlich. Da sehen wir gleich auch noch ein Bild. Also das, wenn ich das jetzt hier so richtig erinnere, was jetzt kommt. Ist das Ost-Jerusalem und da haben die mir erzählt, dass viele Israelis irgendwie diese Häuser besetzen von den Palästinensern, wenn die irgendwie länger weg sind oder so, und dass die dann auch, bis heute noch so ist, weiß ich nicht, teilweise da bleiben können irgendwie, und dann ist das so eine ganz berühmte Straße dann in Ost-Jerusalem, ist ja eigentlich, soweit ich weiß, palästinensisches Gebiet, und dann mussten die so ein Netz drüber spannen, weil die Israelis, oder die da wohnen, ist jetzt die Israelis, weiß ich nicht, also die Leute, die sich da irgendwie Wohnungen haben, immer Sachen von oben drauf schmeißen, und da mussten sie diese Netze machen, und ja, ist schon auch irgendwie bedrückend, bedrückend echt, ja. So, dann haben wir das hier. Das ist wieder die andere Seite. Ein ein österreichisches Café mitten in Jerusalem, wo du wirklich so, also wirklich wie in Österreich, dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, hier dieses Apfelstrudel, und das wirklich mitten in Jerusalem auf so einer Dachterrasse, traumhaft schön. Also Wahnsinn, Wahnsinn, ey, das ist einfach so krass. Ja, da nochmal von dem jüdischen Café. Und was haben wir hier noch? Ja, das war auch so. Ja, und dann, genau, wollten unsere Gastgeber da, wollten uns mal so ein Original, also so ein Original-Pizzeria zeigen, was, sag ich mal, zu unseren, soll ich mal sagen, sehr spezieller Ort war, also sehr basic. Nicht auch nicht gerade besonders sauber, also zwei krasse so Pizzaöfen, und dann gab es da folgende Pizza, und die sieht jetzt so harmlos aus, da waren aber, ich weiß nicht, eine völlig absurde Zahl Eier drin, ne? Und wollten wir die essen, und keiner hat es geschafft, diese Pizza zu essen, weil du so nach einem Füllestück hast du das Gefühl, du fällst einfach tot um, ne, vor Mächtigkeit, und irgendwie auch so witzig, ey. Oh Mann, das war so eine crazy Reise, ey. Oder eben auch dieses hervorragende Essen, was es da gibt. Man, die haben auch super viel Junkfood gegessen da. Aber auch sowas wie das hier, was natürlich turbo-lecker ist, ne? Turbo-lecker. So, was haben wir hier? Dann, genau, also ich habe auch gestern diesen von Lanz im Podcast gehört, der war da ja auch scheinbar, da hat er ganz ähnliche Sachen erzählt, dass dann freitags, also glaubst du, diesen Freitagsgebeten dann immer irgendwelche Demonstrationen stattfanden, die irgendwie sowas Rituelles hatten. Das war halt immer zur gleichen Zeit irgendwie, dann wurde demonstriert, dann kam die Polizei mit Tränengas, und das hatte so einen ganz festen Zeitraum von, was ich, freitags 3 bis 5 Uhr, und vorher konnte man nicht durch die Straße, also konnte man durch die Straße, dann nicht, hinterher konnte man durch die Straße, und es war immer so der gleiche Ablauf, und trotzdem irgendwie aus unserer Sicht gruselig, fand schon ein bisschen bedrohlich, sag ich mal. Warte mal, wo haben wir das hier? So, das ist jetzt aus dem Hotelfenster gefilmt, da sieht man halt, ja, das ganze Tränengas da, da gab es auch ständig
Alles voller Tränengas hier. Ja. Gab es auch ständig so Schüsse, wobei das dann teilweise war, es einfach nur Hochzeiten, wo geschossen wurde, teilweise waren es Gummigeschosse, die da flogen wegen den Demonstrationen. Also sehr special und nicht irgendwie, ich meine, irgendwie hat man sich trotzdem sicher gefühlt und irgendwie auch nicht, weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Es war echt super special alles. So. Ist vielleicht nochmal sowas Ähnliches jetzt hier. Na, das war, glaube ich, einfach nur aus dem Fenster gefüllt, diese Geräuschkulisse dann auch, die war auch so krass, ey. Also das war auch so ein Pilgerhotel, da waren dann aus der ganzen Welt Pilger, wo wirklich dann, was weiß ich, so eine Gemeinde irgendwie in Zentral-USA zahlt dann drei Leuten, dass sie so pilgert nach Jerusalem, um diese heiligen Stätten anzugucken und dann zu berichten. Also war so eine krasse Pilgerstimmung im Restaurant, also das war an sich schon total krass irgendwie. Und ja, der Lanz hat auch gesagt, das ist ein Ort, wo man Atheist werden kann. Warum? Warte, ich blende gerade mal ein anderes Fenster ein, weil das irgendwie diese extreme Religiosität, die hat auch sowas Seltsames. Ich denke, dass es auch Bethlehem ist. Also ich war da. Also man macht halt, jede Religion halt hat ihre Rituale, aber ich war da, ich glaube, es war die Grabeskirche, wo dann parallel verschiedene Parallelgottesdienste laufen und dann ist da so ein schwarzer Stein, wo Jesus drauf gelegen haben soll, ne? Ja, wissen wir natürlich alles nicht. Und dann wird an diesem Stein, wird mit Olivenöl gerieben, damit man was von diesem Stein bekommen kann und das nimmt man dann so mit und dieser Stein war natürlich total abgerieben und ja, die Leute waren wirklich in. Ja, ich meine, Wimmel muss man jetzt auch gar nicht werten, aber es ist einfach nur so ungewöhnlich für uns, wirklich in so einer religiösen Ekstase. Also da war so richtig Rambazamba, sowas kennt man hier auch, sind Kirchen hier auch gar nicht irgendwie. Also war so richtig, man könnte auch sagen, Orte, an denen man religiös werden kann, könnte man genauso sagen. Ne? Also das vibriert alles von Religiosität und gleichzeitig hat es auch sowas, ja, ich weiß nicht, Seltsames oder, weil wir wollen das ja alles gar nicht werten, aber das war, ich dachte, was geht hier, was ist hier los? Das ist ja Wahnsinn irgendwie, ne? Und, also das war so eine krasse Erfahrung. Ja, ansonsten war das für mich auch super anstrengend. Wie gesagt, ich bin nicht so der Globetrotter-Typ und dann dieses Unterrichten mit so Übersetzungen parallel die ganze Zeit, das war super anstrengend und die haben auch absolute Basics, die fangen ja wirklich bei Null an, ne? Das fand ich auch irgendwie total krass und auch dieses Bewegen in dem Land, wo du, weiß ich nicht, ständigen so Unruhen, diese Anspannung, ich glaube direkt gegenüber vom Hotel war so ein Flüchtlingslager noch von 1948 irgendwie, das gibt es da glaube ich ganz viel so, ja, wo die dann einfach leben halt, ich meine, das war schon, man war jetzt keine Zelte oder so, aber ein Flüchtlingslager halt, was es halt 70 Jahre gibt irgendwie, ne? Also das kann man sich alles überhaupt nicht vorstellen. Teil von diesen Stadtführungen war auch zu sehen, dieser Siedlungsbau. Also man hat ja lange, also gibt ja diese Versuche gegeben von so einer Zwei-Staaten-Lösung und dann sieht man aber, wie Siedlungen gebaut werden im Westjordanland und ja, die wollen natürlich da auch nicht wieder raus irgendwie und dann sind diese Siedlungen auch sehr von den, wo dann Israelis wohnen, sind auch sehr, würde ich mal sagen, tolle Bürgersteige, keine Ahnung. Direkt daneben, palästinensische Siedlung, total arm irgendwie. Und ja, ich habe das einfach alles so aufgenommen und wenn man das so sieht, also mein Gefühl, was ich damals hatte, das ist einfach komplett verkorkst, ne? Also das ist komplett verkorkst. Die haben natürlich auch erzählt, durch diese ganzen Anschläge, die es immer gibt, also fühlt sich natürlich auch keiner so hundertprozentig sicher, ne? Also dann, wenn es dann Anschläge gibt, dann gibt es dann immer wieder so ein, ja, was die Polizei macht, dann so krasse Aktionen und also, wie gesagt, ist für mich einfach so einfach als Reisebericht gedacht sein und mein Eindruck war, es ist einfach komplett verkorkst, da weiß, glaube ich, kein Mensch, wie man das auflösen soll und wie gesagt, damals war auch, das war, ich glaube, das ist auch nochmal verschoben worden, weil es da auch gerade so krasse Unruhen gab, allein schon dahin zu fliegen, ich weiß, wer schon mal nach Israel geflogen ist, das ist ja
interviewt und also das fand ich auch ja, und wenn da so ein Interview auch mal schlecht ausgeht, dann kann das auch sein, dass du so abgeschoben wirst, dann mit Waffen, mit Leuten, die dich mit Waffen begleiten ins Flugzeug und also das war schon, ich war auf jeden Fall total froh, als ich im Flugzeug gesessen habe und wieder nach Hause fliegen konnte, so, also so spannend das auch war, ich fand es irgendwie echt, boah, es war schon echt krass, aber wie gesagt, falls ich das mal irgendwann wieder, wo ich wirklich für hoffe, für bete, dass sich das mal irgendwann alles beruhigt, da wieder so eine schöne Stadt, so eine schöne Gegend, also dieser Mix von ganz verschiedenen Menschen, von verschiedenen Religionen, also man kriegt dann auch so eine Idee, wie es sein könnte, wenn wir uns alle gut verstehen würden, so, ne? Ja, aber keine Ahnung, was da passieren muss, dass sich das da beruhigt. Also für mich war es auf jeden Fall eins der krassesten Sachen meiner ganzen, also ich würde sagen, die krasseste Sache meiner ganzen Berufslaufbahn. Das war einfach spektakulär und ich habe ganz viel Mitgefühl dafür, die ganze Region. Wir waren dann später ja auch nochmal in Jordanien auf der anderen Seite, haben dann Urlaub gemacht und also das ist einfach, obwohl das da so karg ist, ist das einfach, also diese ganze Region und das Tote Meer vor allen Dingen vibriert von wir haben gerade nicht so eine super spirituelle Phase, aber vibriert von Spiritualität, würde ich mal sagen, ne? Obwohl er eigentlich gar nichts drin lebt. Also das ist so dicht irgendwie. Und als wir damals da waren in Jordanien am Toten Meer, dann war das ja zufällig so, dass im Hotel irgendwie aus der ganzen Welt, aus allen möglichen Religionen waren zwei Leute da, haben gemeinsam gebetet. Das war irgendwie so ein magischer Moment. Da waren Häuptlinge von amerikanischen Ureinwohnern, und also alles möglich. Also wirklich 50 verschiedene Religionen, glaube ich, die alle gemeinsam gebetet haben für den Frieden da. Und ja, schade, dass das manchmal nicht mehr nutzt irgendwie. Ja, vielleicht nutzt es ja doch was. Wir wissen es nicht. Aber ja, ich wünsche der Region auf jeden Fall nur das Beste. Und wenn da mal wieder Frieden ist, fahrt unbedingt mal hin. Das ist wirklich absolut spektakulär und einfach so weit weg vom Deutschland. Ich meine, das ist einfach nur krass. Ja, aber momentan ist es natürlich einfach nur schlimm und extrem beunruhigend bis hierhin ja auch nach Deutschland irgendwie. Ne? Ja, also meine besten Energien gehen raus in dem Bereich und hoffe, war mal ein anderer interessanter Content für euch und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.